Ich würde aber mir mal zuraunen. Ich würde es erstmal auf Rogolan probieren. Vielleicht spricht aber mir ja Rogolan. Nein, kein Stück. Ich raune dir trotzdem auf Rogolan zu. Ich kann Rogolan, aber ich Ich kann nicht Dorf. glaube, die Gräume merken was. Was? Dann will ich das Gleiche nochmal auf der Reti wiederholen. Natürlich ganz leise. Ach was, diese kleinen Kreaturen. Die haben gerade gewettet. Naja, die lass sie wetten. Warum will ich reden? Sagen Sie nur auf Ihrer Sprache reden? Ich sag euch, die sind an jeder Verschwörung beteiligt, auch an unserer. Wollt ihr sie Ohne dass sie. abstechen? Ohne dass. Nein, nein, ja, später. Wäre jetzt zu auffällig. Aber später bin ich gerne dabei. Da Könnt solltet ihr. ihr Jalan fragen. Er hat ein gewisses, nun ja, Verlangen, diese kleinen Viecher zu töten. Endlich, wer hat das nicht? Nun Aber. ja, die meisten Menschen. Die sind halt lästig, aber naja, gut. Ich wollte euch nur vorwarnen. Sie haben es erkannt. Ja, dann würde ich mich wieder zurückbeugen. Und etwas nervöser verharren. Ja. Vor dem Palastbezirk könnt ihr jetzt sehen, wie Ephemia da wohl mit einigen gebrandmarkten Wachen spricht. Also sie haben Brandzeichen auf ihrer Haut, also sowohl dem Gesicht als auch den Händen, den Armen. Es sind Sklaven, die hier wohl verpflichtet worden sind, vor dem Tor zu stehen und die sich jetzt dafür benutzen lassen. Es gibt hier ein wenig Widerspruch. Normalerweise wird der Zugang, wie gesagt, an dieser Stelle verweigert, aber einer weiteren Beli aus jetzt dem hilfreichen Naruhabad wird man sich dann noch nicht verwehren, gerade wenn sie dann wichtige politische Gefangene dabei hat und so könnt ihr dann einreiten und sie ja, können sich halt auch nicht gegen 70 Leute dann hier stellen, sodass ihr dann hier einreitet. Direkt vor euch könnt ihr den riesigen ja, Satrapenpalast erkennen, aus weißem Kalkstein errichtet, wo die finstere Greisin sitzt, Merisa. Und ihre Tochter habt ihr aber jetzt auch kennengelernt, beziehungsweise Abelmir konnte diese bewundern. Satrapa Merisa von Elbogo. Wenn ihr eure Pferde hier anbindet oder anbinden lasst, immerhin seid ihr Gefangene, könnt ihr dann in das ja, große Vestibül, in die Eingangshalle treten. Ruhig ein großes Atrium, bis ihr dann in einen dreistöckigen hohen ja, Palastgebäude geführt werdet, was auch nochmal auf einem eigenen kleinen Berg liegt, von diesem selbst auf einem Berg gelegenen Viertel Shorioth. Und nachdem ihr durch viele ekelhafte Räume geführt werdet, die dann Völlerei und die Hurerei anprangern oder eben auch preisen, könnt ihr vor eine alte 70-jährige Greisin treten, die euch boshaft und hasserfüllt anstarrt aus ihren ja viel zu grell und übertrieben geschminkten Augen, die vielleicht fast blind scheinen, so würdet ihr meinen. Zumindest ist der Rest hinter einem Schleier verborgen, aber ihre Boshaftigkeit und wie reich sie aussieht, das wird auch trotzdem nicht durch diese Schleier verborgen und es ist fast widerwärtig. Ihr müsst euch einmal bitte selbst beherrschen. Offen sie hier mit ihrer Sexualität umgeht, während sie ja mit ihrem vom Alter gezeichnet vor euch sitzt. Also da wird weniger angedeutet, sondern sehr viel mehr gezeigt in Lass ihrer mich mal Herrlichkeit. kurz. Lass mich mal kurz rechnen. Um wie viel Uhr sind wir gestern in den Palast rein? Gestern um 12 oder. Und wie viel haben wir es jetzt? Einen Tag später, 14, 15 Uhr. 15 Uhr ist es. Das sind also 28 Stunden. Nee, ich bin nicht mehr entrückt, alles klar. Ist egal, das wäre schon sowieso geschafft. Aber mir wird es wohl nicht schaffen. Ja, was auch. Kotz mir nicht auf diesen Attrapper. Ja, also ihr seid noch auf Entfernung. Das ist jetzt, ihr steht ungefähr 5 Meter vor ihr, bekommt jetzt wieder einen Tritt von den Wachen in die Kniekehlen. Ihr kennt das ja schon von Havax.
Und Iphemia tritt dann vor die Herrscherin von Elburum. Eure Boshaftigkeit, ich, Iphemia von Nahuabat, habe ein paar Gefangene, die ich euch mitbringen mag. Wir haben auf dem Weg hierhin in Kaschel Tarif teilt gemacht und konnten gemeinsam mit der ehrwürdigen Demiona von Zorgan diese Gefangene mitnehmen. Es handelt sich dabei um zwei Magier, einen Zwergen und zwei Geweihte, sowie einen weiteren Krieger, den ich zurückließ draußen, und eine weitere Geweihte der Avis, die ebenso noch draußen liegt und auf eure Bestrafung wartet. Ihr dürft mit ihnen verfahren, wie ihr mögt. Es gibt nur ein widerliches... ob es wirklich ein Lachen ist, es ist absolut widerwärtig und klingt wie aus den Niederhöllen. Ihr könnt auch sehen, wie sich ihr Körper bewegt, während sie lacht. Und ihr spürt wohl, wie ihr eurer Kraft beraubt werdet, während ihr vor ihr, kniet. Ja, wie gesagt, ich beginne zu zaubern, und zwar einen Archofaxius-Erzstrahl. Einen Archofaxius-Erzstrahl? Genau. Wie lange dauert das? 4 Aktionen. Gut, wollen die anderen was tun? Ja, ich möchte mich erheben und meinen Rapier von der Wache neben mir greifen. Genau, wie ist das überhaupt mit unseren Waffen? Hatten wir die abgegeben oder versteckt oder wie? Oh, die sind sorgsam. Habt ihr jeder eine eigene Wache bekommen, die neben euch steht mit der Waffe am Gürtel? Wie sieht es hier überhaupt in diesem Raum aus? Also wie viele Wachen hat dieser Trapper? Gibt es irgendwelche offensichtlichen Dämonen? Ihr könnt eine ganze Menge an Sklaven erkennen, also allesamt kahlgeschoren und allesamt verunsichert, auch mit blutigen Flecken, mit Streifen von Haut, die ihnen fehlen, von irgendwie Peitsche runtergeschoren, oder mit blauen Flecken, die sie im Gesicht tragen, und mit einem, ja, Würfelmann Menschenkenntnis. Schwarze Lande zählt. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis. Also mit Erleichterung jetzt? Ja, genau. Oder einfach also nur keine Erschwernis. Schwarze Lande zählt als Erleichterung, also kannst du dann zusätzlich nutzen. Könnt ihr natürlich alle machen. Ich sag die 4 Würfel an, also ich hab's ja schon im Chat geschrieben. Ja. Ja, Strahl oder einfach nur so? Nö, einfach nur so. Ja, Strahl wäre besser. Ja, aber kann ich erst ab Zeit W11. Und ich kann aber nur auf 10. Ja, dann ist verblendet und hat gar kein Interesse an Sklaven. Alle anderen. Also ich möchte halt aufspringen, mein Rapier greifen, den Reihergeweihten und ihr die Knie durchschneiden. Gibt es hier einen Hauptmann oder einen Hauptmann der Garde oder der Leibwache? Also nach den Vermutungen, die du anstrebst, das sind alles gepresste Sklaven, die vor wenigen Tagen noch nicht in Waffe waren. Und die werden jetzt alle nur durch reinste, finsterste Drohungen und Angst ihr ausgegeben als Wachen. Also das sind keine Wachmänner. Du willst aufspringen? Bist der Meinung, dass die alle tot sind? Stab und Säbel greifen neben mir von der Wache. Zauber jetzt schon würfeln? Jo, hau rein. Ich glaube, du bist der Erste. Okay, wunderbar. Ich würde mir auch meine Waffen schnappen und zusehen, super, dass ich Kiaras sozusagen schützen kann. Da kann ich die 4 D6 würfeln. Das sieht gut aus. 16. Wundschwelle um 2 gesenkt. Wundschwelle minus 2? Irgendwelche. Was passiert, ja, wenn du eine Wunde bekommst? Die Sekundäreffekte von Erz. Das Opfer erleidet einen Angriff zum Niederwerfen. Körperkraftprobe erschwert um 1 pro 5 Punkte angerichteten TP. Bei mehr angerichteten Schadenspunkte als Konstitution durch 2 minus 2 des Opfers entsteht eine erste Wunde, eine zweite bei mehr Schadenspunkte als Konstitution minus 2 und so weiter. Elementarer Erzschaden wirkt in voller Höhe als Strukturschaden an Gegenständen. Er muss zwar die volle Härte überwinden, macht jedoch sofort Strukturprobe erforderlich. Okay, dann ist der Anblick noch einmal widerlicher, denn mit deinem Erdstrahl sprengst du ja auch den Rest der Kleidung weg, die Seide. Du siehst, wie ein widerliches Loch rot sapschend in ihrem Bauch klafft
Und dann stehen Kiaras und Iseron direkt neben ihr. Du kannst wohl sehen, wie sie ihren Mund öffnet. Sie schreit nicht einmal vor Schmerz, sondern vor Hass. Und faucht euch an. Dann dürft ihr gerne mal einen überraschenden Angriff erleichtert um... Und ich würfel für sie trotzdem nochmal eine Intuitionsprobe. Sie ist niedergeworfen. Ja, ich über... Ach komm, dann macht ein Angriff minus 5. Ich hätte auch sonst die minus 8 gegeben, aber sie ist halt nicht überrascht. Sie liegt nur am Boden, das ist nur eine Attacke minus 5. Ihr könnt natürlich umwandeln und gezielt stechen und todesstoßen, wie ihr wollt. Ach, wozu der Geiz? Wuchtschlag 10. Marschlag, Baby. Hammerschläge kann dieser Runde nicht, dafür hat sie nicht die Körperkraft. Ja, gezielten Stich habe ich auf ihre Kehle. Oh. Gar nicht so gut. Ist die Erschwernis für die Dinge schon eingerechnet, für die Zone? Also eine minus 5, dadurch, dass sie liegt, beziehungsweise sie sitzt auf ihrem Thron, aber regeltechnisch liegt sie. Das ist aber nur eine minus 3. Ja, aber sie ist auch trotzdem überrascht. Das war anders, ja. Ja, Kiaras, was ist denn gegen den Kopf oder gegen den Hals? Gegen den Hals, hat er gesagt. Ja, ihr könnt sie auf alle Fälle richten. Also sie ist eine alte Frau, 70 Jahre, grell und widerlich geschminkt und ihr könnt dann das Ende bereiten und dann liegt sie schlaff und ekelhaft auf dem Thron, vollkommen nackt. Ich drehe mich einmal bedrohlich zu den Wachen von ihr um und frage, noch jemand? Die Wachen schauen verunsichert zu euch und ja, du kannst dann sehen, wie zwei, drei... wohl eher aus Furcht vor euch dann die Speere senken und nach ungefähr, du würdest sagen, 3 Sekunden gibt es 2 Sturmangriffe von Grenzreitern und die werden dann auch enthauptet, also ihre Köpfe rollen dann kurz und danach werden dann die anderen Speere der Sklaven gesenkt, sodass es hier keinen Widerstand gibt und Iphemia von Naruabad die Richterin von Satrapa Merisa ist. Und das wird das später so in die Geschichte eingehen. Das Licht ist noch ein Burum zurückgekehrt. Ich hole mir irgendeinen reißmuckten Wandteppich runter von der Wand, wenn es einen gibt, oder ein Gobelin oder sowas. Mhm. Und breite den über dieser nackten alten Frau aus. Das stört mich. Ja, sie ist auch so ein bisschen an ihrem Thron, an diesem... Ja, ist es wirklich ein Thron? Ist es einfach ein widerlicher Stuhl, der eher mehr Artefakt ist als... irgendwie was anderes, ist sie runtergesunken und hat dann wohl auch währenddessen so ein bisschen ihre Beine geöffnet, während sie da so runtergerutscht ist, sodass du dann auch dieses klaffende Loch dann auch bedecken kannst. Das ist einfach nur widerlich. Ja, ich breite den Teppich so aus, dass sie komplett bedeckt hoffentlich und drehe mich dann um. Vielleicht sollten wir das Ding gleich in Brand stecken. Draußen. Ich zünde ungern Räume an, in denen ich mich befinde. Das ist sehr klug. Ich weiß. Erst ein paar Fliegen setzen sich dann auch mitten in diesem Palast auf den Teppich und surren und schwirren umher. Sie haben neue Nahrung gefunden, die sie ihre Eier reinlegen können. Im Palast wird früh genug brennen. Sehen wir erstmal zu, dass wir in Sicherheit sind. Ja. Richtig. Ich denke zwar nicht, dass Hafax hier noch irgendwen übrig gelassen hat, aber es kann nicht schaden, hier noch zur Sicherheit einen Rundgang durchzumachen. Gut, geht durch den Palast. Ihr drei nach links, ihr drei nach rechts. Ihr 5 da die Treppe hoch. Richtet alles hin, was eine Waffe hält. Ihr sollt auch den restlichen Palastberg durchsuchen lassen. Na, hier ist oder Schmerzen müssen wir reinigen. Etwaigen gefährlichen Objekten, ja. Das macht Sinn. Danach. Nehmen wir an, einige sind zurückgeblieben am Tor, um da diverse Fluchtversuche zu verhindern. Also einige von unseren. Selbstverständlich. Wir passen auch nicht dann die ganzen 70 Leute rein. Also das wird man dann ja wohlig aufgeteilt haben. Vielleicht sind es gerade 20 oder 30 Leute bei euch. Gut. Sobald der Palast fertig ist, machen wir uns draußen an dieser seltsamen Säule vorbei und dahinter muss dann... Es sah wie ein Tempel aus. Ziemlich schäbiger Tempel. Sehen alle schäbig aus. Ist ja auch nicht verwunderlich hier. Sind ja auch keine Angroß-Stempel.
Und sobald der Berg fertig ist, kümmern wir uns um den Rest der Stadt. Ja, wenn ihr nach draußen geht, ihr könnt wie gesagt im Satrapenpalast noch ein bisschen aufräumen, werdet dann, während ihr durch die Gänge und Flure geht, noch einige Schmerzensschreie hören von irgendwelchen Dienern, die dann hingerichtet werden, von irgendwelchen Sklaven, irgendwas, was in Waffe gepresst worden ist, und die Grenzreiter machen dann hier kurzen Prozess mit irgendwelchen Leuten, die sich hier wehren. Ja, diese Intrige hat also ein weiteres Mal geklappt und ein weiteres Mal wurde Merisa von Verbündeten verraten. Echt grausames Schicksal. Wenn ihr nach draußen gelangt und an einer großen Stele der Belkulel vorbeigeht, die ihr dann auch niederreißen könnt, werdet ihr zu dem ehemaligen Tempel der Hesinde gelangen, die mittlerweile ja umfunktioniert wurde als Bücherei. Ein kurzer Blick hindurch verrät wohl, dass dieses Nebengebäude zahlreiche Versuchsobjekte, bedauernswerte Sklaven, beheimatet, an denen vielfältige Modifikationsmöglichkeiten des menschlichen Körpers studiert wird. Das Entfernen von Gliedmaßen, das Applizieren von Körperteilen, sodass sie dann mit einem dritten Arm ausgestattet sind. Ebenso Versuche über permanente Veränderung von magischen Matrizes, sodass sie dann diese Arme eben auch nicht nur bewegen können oder noch andere Dinge damit tun können. Ja, einige Magier haben sich hier ja auch, wie gesagt, der Erforschung der Schmerztoleranz des sterblichen Körpers dann verschrieben. Nicht nur Menschen würde es hier geben, sondern auch Achats, die ihr hier findet. Teilweise am Leben, teilweise in irgendwelchen Glasbehältern oder auch Zwerge, die ihr hier finden könnt. Was? Auch einige Gräume. Also jede Kreatur, die man in Aventurien sich vorstellen kann, wurde wohl besorgt und dann hier studiert, sodass die anatomischen Gegebenheiten offengelegt werden, gehäutet, teilweise dann auch das Fleisch runtergezerrt, sodass sie dann mit Knochen dann dastehen. An verschiedensten Stellen. Es gibt Studien zu der Zeitspanne, in der sich ein tödlich Verletzter noch geheilt werden kann, also unglaublich hilfreich, wenn man denn in den Krieg ziehen möchte. Und natürlich auch Folterungen, die dann hier in Belkelel gefälliger Schmerztrance dann vollführt wird. Ja. Vernichtet alles. Zerschlagt die Experimente, tötet die Magier, verbrennt die Bücher. Will nicht, dass irgendetwas hiervon übrig bleibt. Die Gebeine müssen wir aber, also von den Zwergen, müssen wir aber bestatten. Danach, ja, von den Menschen auch. Danach. Ja, natürlich von den Menschen auch. Erst einmal müssen wir die noch atmen können, von ihrem Leid erlösen. Welche keinen lebenden Zwerg töten. Dann schlage ich vor, ihr beeilt euch damit, sie zu retten. Was die Schriftstücke angeht, verbrennt sie noch nicht. Ich werde sie erst durchsehen. Eventuell brauche ich davon etwas als Beweismaterial. Hier lebenden Magister oder was auch immer zusammentreiben, nicht direkt töten. Sondern auf ihr Gildensiegel untersuchen. Je nachdem, wenn sie der weißen Gilde unterstehen, werde ich mich um sie kümmern. Und die restliche liegt in Ketten. Ihr wisst schon, Magierketten. Habe mir. Keiner dieser Magier wird dieses Gebäude hier lebend verlassen. Das soll mir recht sein. Das steht euch nicht zu. Das steht nur der Gilde zu. Die Gilde kann mich mal. Die Gilde kann euch dafür belangen. Moment, weiter sind wir nicht. Ihr müsst euch ans Gesetz und Recht halten. Ja, ich bin in Elberum, es gibt hier kein Gesetz mehr, außer das göttliche Recht. Es gilt das Gesetz des Bettelreichs und damit der Kodex. Und ist euer Gott nicht der Gott der Gerechtigkeit? Würde der nicht sehr große Probleme damit haben, wenn jemand Falsches Gerichtsbarkeit sozusagen durchführt? Ich weiß nicht, wie das bei euch Menschen so ist, aber wir haben immerhin einen obersten Richter bei uns, bei den Zwergen. Also, wir werden diejenigen richten, die sich wehren oder offensichtlich Paktierer sind. Alle anderen werden gefangen genommen und einer Seelenprüfung unterzogen. Der Zweck des Heiligen Bahnstraßes des Voltags, Freiheit, Gerechtigkeit auch dort durchzusetzen, wo das weltliche Recht nicht belangen kann. Gerechtigkeit seht und euch Selbstgerechtigkeit. Aber mir von Schwarzmagiern lasse ich mir überhaupt nichts über Recht erzählen. Und auch nicht, ihr müsst euch an das Gesetz halten. Richtig. Gerade ihr. Diese Magier, Abelmir, stehen nicht unter Magiergesetz. Es sind Paktierer.
Es sind Magier. Jeder Paktierer kann von mir aus hingerichtet werden, aber die anderen kann ja ganz andere Gründe haben, wieso die hier sind. Wir sollten nicht alle über einen Kamm scheren. Was fällt euch für einen rechtschaffenden Grund ein, Voltax? Nennt mir einen guten. Sie könnten ich bin meinetwegen gewillt, euch zuzuhören. Ihr seid jetzt alle still. Keiner von euch hat die geringste Ahnung von Magierecht. Überlasst das mir. Die Paktierer werden auf der Stelle hingerichtet. Alle anderen werde ich mir ansehen. Das ist mein letztes Wort dazu. Haltet euch an die Gesetze. Und Jalan, so ein Grund könnte ja eine magische Beeinflussung sein. Eine magische Beeinflussung? Ja, da können die nichts für, die beeinflusst sind. Und warum sollten sie dann hier sein? Weil sie beeinflusst sind. Hört auf zu labern und geht rein! Isarun ist stinkwütend und marschiert in die Akademie. Ich werde sie aufhalten, irgendwie nicht beruhigen. Jalan, also wirklich immer ihr. Ich folge ihr. Ja, Jalan. Das geht gar nicht. Ja, wenn ihr die Schule der Schmerzen zu Elberum betretet, dann werdet ihr auf den Gängen Eleven erkennen können, Magier, Magister, die dann hier stehen. Und wenn sie dann mit der Hand vor dem Gesicht herumfuchteln, dann wird das weniger dazu dienen, irgendwelche Zaubergesten in eure Richtung zu sprechen, sondern eher die Fliegen von ihrem Mund zu vertreiben, die um sie herum wirken. Und ihr seid allesamt froh über das Rosenwasser und auch die... Ja, die magische Wirkung von Abelmirts kleinem Tuch. Auch hier wird sich dieses Schauspiel der anatomischen Künste weiter verbreiten. Ihr könnt dann in die verschiedenen Studiensäle hereingehen, werdet dann auch auf den Wandfliesen einige dämonische Varianten erkennen können, mit Darstellung der Belkelel, mit irgendwelchen Dämonen, die in den Kellern beschworen wurden und die dann auch zum Sex benutzt worden sind. Für die Herren dieser Stadt oder die Damen dieser Stadt, die Domina. Also all das, was dem Rausch oder der Vergnügungssucht von einer Person dann entsprechen würde, von Qualen, von den Opfern. Und das Ganze dann eben stilvoll eingebettet in einen akademischen Kantus. Ihr werdet dann auch, diese verquere Ideologie der Eleven mitbekommen, die nicht genau wissen, warum das, was sie tun, hier nicht rechtens ist. Sie sind nicht darüber im Bilde, gerade diese jungen Leute, ungefähr 13, 14, 15 Jahre, wenn ihr sie ansprecht, Raya kennen sie nicht, auch die anderen 12 Götter werden ihnen unbekannt sein, also das wird ihnen dann hier auch aus dem Geiste getrieben. Sie haben also quasi kein Wissen über Götter und Kulte. Und auch die Sternenkunde wird hier sehr vernachlässigt werden. Wenn ihr durch die Gänge schreitet, könnt ihr viele verschiedenen Kanti erkennen, die hier auch dann an der Tafel stehen. Also irgendwelche vorbereitetianisierten Formeln des Gliederschmerzes oder von irgendwelchen Balsam-Salabundi-Sprüchen, die hier verquer an die Tafel geschrieben worden sind, also so ein Reversales, der dann hier auch allgegenwärtig vor jeder Form besteht, ein Clarum Purum oder auch sowas wie ein Ruhekörper, Ruhegeist. Es gibt auch einige Hexen, die ihr dann mit in den Gängen bekämpfen könnt, also Frauen, die in Schwarz gekleidet sind, die noch einmal die Hände heben, euch Verfluchungen aussprechen oder irgendwelche Tiere, die euch dann anspringen, die könnt ihr dann nach kurzem Prozess mit euren Schwertern Raya heilig dann richten und in den Gängen dann noch kurz noch einmal jagen, wenn sie sich dann einer Festnahme widersetzen. Aber diesen kurzen Prozess müssen wir, glaube ich, nicht weiter auswürfeln, denn ihr seid in absoluter Überzahl und das wird, glaube ich, weniger spaßig sein, jetzt hier einzelne Hexen dann nochmal hinzurichten. Sodass dann nach ungefähr einer Stunde der Durchsuchung die Schule der Schmerzen von euch ausgehoben werden kann. Wie gesagt, über die Eleven wegsperren, separat irgendwie gebunden an Händen und Füßen
und mit einer Mundsperre, Mundfessel versehen. Ja, Eisenkragen. Eisenkragen und ja, sie dann wahrscheinlich irgendwo einsperren, wahrscheinlich im Keller. Ja, Folterkeller wird es auf alle Fälle geben. Verzichtet ihr halt auf die Folter oder lasst das dann irgendwann später die Richter machen. Und wird dann halt irgendwie 2-3 Wachen zurücklassen, Bewachung. Und so, das hier wird direkt ein schöner Schalter auf eine Richtung und jedes Buch, das dieser Runde nicht mitnimmt, kommt da drauf. Ja, nach ungefähr, ich würde sagen, 4 Stunden könnt ihr dann ganz Shorioth säubern und diesen Berg von der Satrapa dann säubern, irgendwelche Adligen aus den Häusern herauszerren, wenn sie den Dämonenmale aufweisen, auf irgendwelche blutenden Wunden, irgendwelche Skorpionhäute, die sie dann dabei haben. All das, was Belkelel dann ihren Dienern schenkt, könnt ihr dann ausmachen und auch die dann hinrichten, bis dann der Tempelberg unter eurer Kontrolle steht. Im restlichen Stadtteil könnt ihr dann ohne einen Widerstand der Wachen, die Stadtwachen gibt es hier wie gesagt auch nicht mehr, auch sowas wie eine Hafengarde gibt es nicht mehr, kann dann ebenso unter eure Kontrolle fallen, beziehungsweise unter die Kontrolle von Iphemia und ihre Grenzreiter. Den Tempel von Tasfarelel wird man auch nicht weiter anrühren. Die Glücksspielhallen, die Gräume und so, das lässt man alles euch. Nur wer irgendwie bewaffnet dann versucht, da Widerspruch zu leisten, der würde dann angegangen werden. Aber ansonsten ist die Stadt unter eurer Kontrolle. Kann man den Hafen hier irgendwie absperren durch eine Hafenkette oder sowas? Das geht auch, klar. Also gerade dann über die Rosenbrücke, da werden dann die einzelnen Biremen nicht durchkommen, aber wenn man sich nach Elburial durchgeschlagen hat, dann wird es da eine Hafenkette geben, klar. Also viele Schiffe liegen da nicht drin, vor allem Kriegsschiffe gibt es keine mehr. Also 5 Soldaten ausschicken, dass die Hafenkette hochgezogen wird, dass sozusagen kein Schiff unbefugt diesen Hafen verlassen kann. Ja. Was ihr mitbekommt, Helmhafax hat sich genauso wie ihr Zutritt zu der Stadt verschafft. Sie sind natürlich davon ausgegangen, dass Hafax als Fürst kommt, und Verbündeter von dem Jona zu euch gehört und dass er Neuigkeiten von der Schlacht mitbringt, denn Aranien soll ja eigentlich erobert sein. Und als sie dann mitten in der Stadt waren, haben sie das Schlachten angefangen. Hafax selber mag vielleicht noch ganz in Ordnung sein, aber seine Truppen sind großteils dann Bluttempler und dementsprechend Belhalha verschrien. Und so haben sie dann mit kurzem Kalkül Elburum gesäubert, geplündert und alles, was irgendwie von Wert war, verschifft nach Jäger. Der 35-Tage-Krieg endet so. Lässt sich diese Gräumen... Also haben wir da schon gekümmert oder kommt also, das jetzt noch? Wie gesagt, aktuell befindet ihr euch in Shorioth. Oben steht dann vielleicht an der gestürzten Säule von Belkulel. Blickt dann noch einmal nach unten hier an dieser Stelle und euch ist dann gerade über verschiedene Kundschafter zugetragen worden, dass die Stadt sauber ist und begehbar, dass man also erstmal nicht fürchten muss, aufgegriffen zu werden, wenn man keine der Blutrosen trägt. Ich sehe keine Feuer. Sonne geht gerade unter. Gute Arbeit.